Dazu muss ich auch was sagen. Katz heißt bei uns ein bestimmter Bereich der Telekom. Der ist dafür zuständig, dass ihr eure Rufnummer bekommt. So war es zumindest früher. Mittlerweile ist es schon ein bisschen abgeändert, aber das ist Katz. Also ich rufe Katz an, nicht K-A-T-Z, sondern K-A-Z. Und die sind dafür zuständig, dass die Rufnummer zum Beispiel umgeschaltet wird. Wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, Gewitter oder sowas hattet, dann kann das sein, dass es nicht nur euer Telefon zerballert, sondern durch die Überspannung auch eventuell der Port in der Vermittlungsstelle kaputt geht. Wenn das der Fall ist, dann heulen wir natürlich alle rum und dann rufe ich bei denen an und sage, hey, yo, Bobs, ich brauche einen neuen Telefonport und der wird dann umgeschaltet und dann freut sich der Kunde, dass ich das gemacht habe. Sorry, das war ein kleines bisschen Getränk hier. Ich habe auch gleich wieder aufgehört. Ich kann danach trinken, ist kein Thema. So, hier haben wir richtig Goblin Attack. Directly in the face. Kein Interface, sondern in the face. So. Ja. Und ich merke es einfach wieder. Ich merke es einfach nur wieder. Es bringt nicht. Also ihr könnt dieses Video gerne nochmal mit dem Video, was gestern rauskam, vergleichen. Und ihr seht es einfach. Also entweder, klar, logischerweise Lustfaktor ist ja eine Sache. Klar, logisch. Also man muss Lust drauf haben, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, eben bei mir auch dieses, wenn ich leise sein muss, dann bringt das nichts. Der Guso ist einfach mal laut. Und wenn er das nicht sein kann, dann merkt ihr das in dem Video. Yeah. Niklas, läuft bei dir, aber ich hätte mir gewünscht, ja genau, Clear Chat, ja, sehr cool. Jetzt gucken wir mal, ob du wenigstens einen guten Dings hast hier, genau. Ja, ich meine, bei den Truppen kann man natürlich dann nicht verlangen, dass du zum Dunklen vordringst, auf keinen Fall, klar. Aber der ist ja schön inaktiv. Boah, das mit dem Nagel, das nervt mich immer noch, ey, total. Fuck, ey. Mauerbrecher-Action. Ja, ich meine, eine Einser-Queen, die reißt da natürlich nichts. Klar, da braucht man keine Angst vor haben. Aber vor meiner 17er-Queen, da darf man schon Angst haben. Also ich muss auch wirklich merken, muss auch wirklich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem großen Account wirklich jemanden angreife und sehe halt, oh, der hat eine 20er-Queen, dann kommt das wirklich schon so kopfmäßig, kann ich den wirklich angreifen oder sowas? Also das ist dann schon so ein bisschen im Kopf drinne. Da überlegst du dann schon, machst du das wirklich oder greifst du ihn lieber nicht an? Rage den King mal? Dann passiert sowas nicht. Aber ihr wisst ja selber, ich habe das ja auch schon vergessen. King oder Queen zu ragen, klar. Das ist so eine Sache. Gut geglückt, wie auch immer. Auf jeden Fall da noch schön das Dunkle gezogen. Auf jeden Fall geil. Das war eine coole Nummer. Das hat sich dann noch gelohnt. Weil wie oft habt ihr das... Oh, die Folge geht schon wieder so lange. Wie oft habt ihr das gehabt? Ey, steht da? Okay, komm, hier, die letzten paar Dinger, die hauen wir nochmal raus und das bringt dann gar nichts. Wisst ihr? Also, was weiß ich, ich habe noch 10 Mauerbrecher oder sowas. Naja, damit könnte ich ja noch was reißen. Und was ist? Toll, da hast du irgendwie nochmal 30.000 Elixier verballert für nichts. So, jetzt Bogentürme, Bogentürme, hier die Bogis hier halt. Ich bin gespannt, ich würde mal sagen, jetzt müsste irgendwo die Clanburg kommen, weil sonst hättest du ja den Giftspell nicht verwendet. Müsste die ja gleich losgehen oder hast du dich verdrückt? Nee, ja, ich habe nichts gesagt. Hattest du zur Verfügung, aber... Naja, geht. Von Luki. Hier würde ich jetzt mal knallhart sagen, ich würde auch auf die Minen gehen. Weil jetzt mal ohne Witz, die Minen sehen um einiges voller aus als die Sammler. Hier haben wir noch einen vollen Sammler. Also einen richtig schön vollen. Aber der Rest ist eher so, ach nee, das lasse ich stehen. Und dann halt eben hier the place to be auf jeden Fall. Parisen ran.
Und dann, aber wir werden sehen. Also das finde ich auch richtig hier. Schön erstmal den Bereich geklärt. Ganz genau. Aber warum jetzt die Riesen? Das sehe ich als Quatsch an. Das sehe ich als Quatsch an, weil du hast jetzt dort alles da. Nur mal so. Dann lieber vorher die Riesen. Weil dann deffen die natürlich, dann hast du noch länger was von den Bogies, von den Barbaren. Aber danach ist Fail. Hier, genau, das ganze Gold schon geholt. Und dann hier oben musste das Ding klar machen, ganz genau. Der Rest würde ich sagen. Richtig. Da. Hier. Ihr habt es gesehen, ich habe vorher darüber gesprochen. Es ging darum, rechts ist das Gold und auch sehr viel. Links ist relativ wenig Alex. Vom Luki auch vollkommen richtig gemacht, klar. Und ich hatte recht. So, und jetzt noch. Den oberen Bohrer hier, der wäre noch nach Hause zu fahren. Klar, King muss noch weggeballert werden, kriegen wir aber hin. Da der ja als Death-mäßigen nicht den Rage haben kann, von daher ist das okay. Und dann würde ich hier gerne Riesen haben. Und dann da nochmal so ein bisschen was reißen. Nee, nee, weil das Ding kriegst du nicht. Nee. Und die Pokis wären mir egal gewesen auf Gold 3. Wirklich, die waren schon echt nice. Die waren auf 3. Die waren auf 3 und du wärst dabei gewesen. Schade. Hätte ich ein bisschen, aber ansonsten war das schon in Ordnung. Lulululu. Oh, wir sind. Ich weiß nicht, ob ich das echt in zwei Teile teilen sollte. Echt jetzt mal ohne Witz? Ohne Witz? Hier genau dasselbe. Hier bitte einmal lang. Einmal bitte da lang. Und dann danach da lang. Das ist aber egal. Hier. Und vorzüglicherweise, beziehungsweise bestmöglich hier genau in dem Bereich. Genug Barbaren hast du ja. Das passt. Ja, ja, hier geht einiges von links nach rechts. Also das passt. Und da haben wir noch ein bisschen was. Hier sieht man es am besten. Hier haben wir einen Bohrer und der wird, selbst wenn er randvoll ist, wird der nicht die 295 drin haben. Würde ich jetzt mal denken. Obwohl, in den Minensammlern war auch alles drin. Lassen wir drauf ankommen. Ich würde denken, der ist es nicht komplett. Da sind nicht 295 drin. Jo, ich hatte recht. Jetzt werden die anderen sagen, hä? Ja, ich freue mich über sowas. Fertig. Ah, das wäre natürlich... Ja, aber das wird es, denke ich mal, nicht mehr. Oh, doch. Sehr geil. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Mal gucken, wer es war. Ihre Meinung ist uns wichtig. So. Egal. Egal, egal. Lichtle fragt gerade, ob ich heute on bin. Kleinen Moment, das muss natürlich gemacht werden. So, vorne S, hinten O. Ich glaube wirklich, ich packe das in zwei Teile. Also, weil das ist einfach sonst zu viel. Oh, auch wieder ein sehr geiler Gegner. Draußen die Bohrer, nett. Sehr, sehr nett. Ist natürlich eine tricky Nummer. Ist natürlich eine tricky Nummer, muss man ja jetzt echt mal sagen. Um an die Bohrer ranzukommen, sind die Kobolde natürlich dann... Ja, das ist aber... warum? Warum? Ich würde jetzt gerne zurückspulen. Das wäre natürlich auch geil, wenn man dieses in einem Update mal machen könnte, zurückspulen. Weil ganz ehrlich, warum droppst du ganz 1000 Stück 97,50? Ich sag jetzt mal, nicht einer. Der ist natürlich weggeschnetzelt, bringt nichts. So, aber ich sag mal, wenn du jetzt... Bam, 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 dass du, was weiß ich, 5 Stück oder sowas mal raushaust. Dann wäre das geil und dann würde dir bei so einer Riesenbombe nicht so maximal Schaden entstehen.
Weil jetzt hast du jede Menge verballert und hier genau, King ist gerade am Start, dann kann ich das machen. So, zack. Aber klar, da ist natürlich auch immer Gertrud. Also Kobold war jetzt definitiv, man kann sich das nicht aussuchen, aber war jetzt nicht das Maß der Dinge, beziehungsweise war jetzt nicht die erste Wahl auf jeden Fall. Klar, das ist halt so. Hat man manchmal, besonders wenn ich jetzt so viel Magierzeugs, Magiertürme und sowas habe, dann ist das natürlich nicht so der Kracher. Gucken wir mal mit, was Malte uns erfreuen möchte. Ja, okay, Malte hat wenig Truppen dabei. Ich trinke mal ein ganz kleines Schlückchen, ja. Ich gehe auch kurz zur Seite, dass ihr das nicht seht. Nicht, dass es wieder hier heißt, trink doch nicht so viel und iss nicht so viel. In deinem Video. So. Aber ganz ehrlich, komm, für die paar Troops sind 208k echt schon eine richtig, richtig fette Hausnummer. Also wirklich, das ist schon ziemlich geil. Das ging daneben, ja, wer kennt das nicht? Ach so. Aber ganz ehrlich, also ich muss ja wirklich sagen, seit dem Update, wer blitzt noch? Wer blitzt noch? Überlegt mal, was hat das jetzt gebracht? Ich meine, das Ding hat jetzt nicht mal was gebracht, weil er nicht mal die Gebäude komplett gerockt hat. Und es ist auch nur der Einzelschaden, den blitze ich nicht, wenn ich mit Barbaren angreife. Also da hat der Askobol, in dem Fall, der ihn ja geteilt hat, wirklich Glück gehabt, dass er da, dass ihm da so ein Schlechter in Anführungsstrichen auf den Leim gegangen ist, auf jeden Fall. Und jetzt natürlich, natürlich, das wollten wir sehen. Und ich wusste es sowas von, dass da doch garantiert eine Bombe versteckt sein würde. Und der Jonathan mir wieder was geschickt hat. So, ich denke, der King kämpft sich durch. Hat er... der King hätte es fast geschafft und wäre durchgekommen und wäre dann ja auch durch den Magierturm so schnell nicht zu stoppen gewesen. Und die Barbaren kämpfen sich durch die Mauer und schicken den King weg. Da wird sich der Gegner echt geärgert haben und natürlich der Askobol hat sich natürlich gefreut. Klar, logisch. Und jetzt, geht das schön auf den Minenwerfer. Ja, ist natürlich, das ist echt eine richtig geile Nummer. Also das kennt ihr auch, dieses Gefühl, wo ihr denkt, ich hatte ja theoretisch richtig viel Glück, aber ja, ich hatte Glück. Fertig. Nee, also das ist echt schon ziemlich geil, wenn man genau weiß, der hätte mich richtig fett treffen können und er hat aber alles falsch gemacht. Richtig geil. Das gefällt mir richtig gut.